So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Stonehearth. Alpha 10.5 stehen wir noch und bald steht das nächste Update an, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben gerade eben aus Versehen auf den Exit-Knopf gedrückt, deswegen befinden wir uns wieder im Startmenü. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht weiter groß, sondern wir machen weiter hier bei Seeberg, in Seeberg und continuen das Game. Wunderbar. Schönes Game Design, schönes Game Art, finde ich. Und weiter geht's mit unserem Dörfchen, wo wir gerade dabei waren, einen Schmied auszubilden. In der Hoffnung, dass wir dann hoffentlich bald, ich glaube, hier ist er gerade dabei. Der Kollege macht, glaube ich, gerade einen Schmiedehammer. A simple food cart rolls into town. So, hier können wir jetzt Food-Sachen kaufen. Und ich würde sagen, das tun wir auch mal ein bisschen. Basket of Turnips, Basket of Berries. Ja, da kaufen wir doch einfach mal 10. Weil wir haben ja 10 Gold und dadurch führt das hier ein bisschen zu mehr Abwechslung beim Essen und das ist gut, weil wir brauchen neue Mitarbeiter und ja, das ist einfach ein Punkt, den wir brauchen. Deswegen jo, freuen wir uns mal, dass wir hier ordentlich die Möglichkeit hatten, was einzunehmen. Sehr schön. Ich glaube, unser Schmiedehammer schon fertig. Wir schauen mal im Inventar. Nein, ist noch nicht fertig. Hier haben wir 7 Wege. Die können wir gleich mal ausprobieren. Hier haben wir verschiedene Felder. Foxpelz, Raccoon, Squirrel und Rabbit. Sehr cool. So, ich glaube, jetzt haben wir einen Schmiedehammer. Ach so, brauchten wir ja gar nicht. Wir wollten ja eine Spindel haben, um jemanden zu einem... Plötzlich hat sich hier die Reihenfolge komplett geändert. Krass. Zu einem Weaver, zu einem Weber auszubilden. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich das einfach gerne tun. Zack. Approved. Haben wir einen Weber, der aus verschiedenen Dinge tun kann. Das untersuchen wir gleich mal. So, der Kollege hier baut schön Wege weiter, glaube ich. Hier haben wir die Spindel. Hier müsste gleich irgendwo ein Mitarbeiter kommen und sich selbst promoten. Ich glaube, das war auch... Nee, war nicht. Wie sieht es denn mit unserem Zaun aus? Ja, der nimmt langsam Gestalt an. Sehr schön. Upsi. Dann brauchen wir noch einen Zaun, ein Tor. Falls wir das nicht schon haben. Hier, Picket Fence Gate. Bitte einmal basteln. Bring. Das war vermutlich gerade der... Hier, unser Weber. Und dann bauen wir natürlich unseren Workshop wieder hier hin. So ist klar. Und dann checken wir gleich mal ab, was der eigentlich bauen kann. Freue ich mich schon sehr drauf. Und hier würde ich gerne noch Lampen hinstellen, denn das ist mir noch alles viel zu dunkel. Lassen wir ihn doch gleich noch mal ein paar Holzlampen bauen. Wo haben wir die denn? Wooden Wall Mounted? Nein, Wooden Garden Lantern. Da machen wir doch einfach nochmal 10. So. Der Kollege könnte hier mal auch seinen Webstuhl machen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben bereits den nächsten Tag und gleich kommt die Message des Tages rein. Und da drücken wir einfach mal ganz fest die Daumen, dass wir dann auch einen neuen Mitarbeiter bekommen. Denn den können wir wirklich brauchen. Unsere Tagesaufgabe wäre es dann, nachdem der Zaun fertiggestellt ist, ein neues Häuschen zu bauen mit einem Speisesaal und einer weiteren Schlafgelegenheit für unsere Leute hier. So, hier wird ordentlich gebaut. Wunderschön. Hier haben wir einen Schmiedehammer. Haben wir denn noch keinen Schmied? Carpenter, Farmer, Footman, Mason. Nein, haben wir noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, du bist der Glückliche. Du wirst jetzt ein Schmied. So. Mittlerweile hat sich das Video umgestellt, auch sehr lustig. The blacksmith refines raw ore into metal bars, then uses those bars to craft weapons, armor and building parts like gates. Sehr schön. Click to approve. Herzlich willkommen in der Familie. Du bist jetzt ein Schmied. Die sind aber ganz schön tief drin im Berg, muss ich mal sagen. Krass. Okay. Aber ich glaube, die sind jetzt auch fertig, ne? Wo kann man das sehen? Ich glaube,
Hier. Ja, okay. So, das heißt, die sind jetzt hier erstmal durch. Wir werden gleich nochmal ein bisschen mit denen Stein abbauen, in der Hoffnung, dann auch tatsächlich Metalle zu bekommen. Jetzt müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass die hier alle an unserer... Jawohl, da sind die schön dran. An unserem Zaun bauen. Denn wir wissen, von dort kommen die Gegner. Zäune haben wir mittlerweile, Tore haben wir mittlerweile zwei. Hier bauen wir dann auf jeden Fall mal eins hin, dass wir hier auch raus können und Holz abbauen. Und das werden wir auch gleich, die werden wir auch gleich rausschicken zum Holz holen, wenn wir unser Haus konzipieren. Das wird nämlich ein bisschen anstrengender sein. Oh, was ist das denn? Fine Garden Lantern. Wooden Garden Lantern. Cool. Dann stellen wir die Feine doch mal hier hin. Hm? So. Dann haben wir hier noch so eine. Dann haben wir es hier ein bisschen heller. Wunderbar. Eigentlich könnten wir dann auch... das hier an die Tore stellen und an die Ecken, dass wir da auch ein bisschen Licht haben und sehen, was los ist. Würde ich mal sagen. So. Wunderbar. Eigentlich erwarte ich jetzt, dass demnächst wieder ein Angriff kommt. Das geht mir fast so gut. Und hier haben wir das Daily Update. Wunderschön. Food haben wir genug. Moral haben wir genug. Und, ah, Net Worth. Knapp daneben ist auch vorbei. The road remains empty. Maybe tomorrow. Ja. 8 Mitarbeiter haben wir. Einen könnten wir noch gut gebrauchen. Aber ich bin mir sicher, das werden wir morgen schaffen. So. A trader approaches your town. A trader approaches your town. Hello, Seeberg. I'm just passing through. But even I can have see you have but even I can see you have a skilled crafter in your ranks. If you make me 3 mean bet, I'll back in 2 days and might be able to get you 5 wooden garden lantern in exchange. Sound good? Machen wir. Ist wunderbar. Vom Materialaufwand her ist es haben wir einen Gewinn gemacht. Deswegen 3 mean bets. Kling. Kriegen wir 5 Lampen dafür. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, unser Zaun ist fertig. Das schaut gut aus. Hier werden noch die restlichen Hölzer reingeholt. Das ist gut. Dann würde ich gerne hier ein bisschen was abholzen. Und zwar, damit wir sehen, wenn Feinde kommen. Ne? Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. So. Oh. Netter Bug. Town Defense Mode activated. Okay, das war nicht unsere Absicht. Machen wir wieder zurück. So. Wir mussten ja mit irgendeinem Knopf irgendwas erreichen. Haben wir einfach mal ein bisschen gespammt. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wild Silkweed. Wild Silkweed. The plant's fiber can be spun into thread. Cool. Kann das jemand mal aufheben? Oder war das... Es wurde schon gedroppt von jemandem, ne? Okay, Mittagspause, wie ihr seht. Sehr schön. Ich wünsche einen guten Appetit allseits. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, unser zweites Häuschen selber zu bauen. Und zwar hier. Wir könnten hier eigentlich nochmal kurz die Blümchen entfernen. Was hat der Kollege hier dabei? Sieht man das nicht? Attributes, Jobability, okay, sieht man gerade nicht. Egal. So. Aber der macht jetzt hier mal erstens seine Workbench. Das ist schon mal gut. Wunderschön. Da checken wir mal kurz ab, was der eigentlich bauen kann. So, Crafting Minerals. Er kann bauen. Bolt of Cloth. Used to create more comfortable furniture. To make thicker by the width of one string. Add string. Repeat 1 million times. Sehr gut. Dann haben wir hier Bolt of Leather. Prepared to sheets of leather. Ready to be put to good use. You can hardly see the individual sources. Gut. Spool of thread. Needed for cloth. Warm and fluffy. Wunderschön. Clothing and armor.
Ah, okay, hier geht's dann los. So langsam mit Padded Vest, Upgraded Worker Fit, Thick Leather Vest. Okay, und was sind so die Vorteile? 10% sind sie schneller. Hardened Leather provides steady protection against light weapons. This triple quilted vest provides more protection to your combat units than mere clothing. Not a lot more, but very little bit helps, right? Absolut. A heavy wool coat for cold winter nights. The worker who dons this upgrade outfit will move 10% faster. Sehr schön. Außerdem gibt es alle möglichen Sachen von Dekorationen, Vorhänge, Banner. Dann haben wir hier Decorative Throw Rug. Ist das ein Teppich? Fur Rug. Und Wall-Mounted Tapestry. Sehr cool. Und außerdem Spielzeug. Plushy Toy Rabbit. Cute. A toy for children, of course. She loves you. Yeah. She loves me. Yeah. Sehr cool. Alles klar. Wir wollten hier unser Häuschen bauen und das werden wir auch tun. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor diese Episode zu Ende geht. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los, bevor hier der nächste Angriff am Start ist. Aber ich finde, wir sind ganz gut ausgerüstet und deswegen Häuschen bauen. Design a building. Wunderschön. Wir fangen natürlich, was ist das denn hier eigentlich? Road Material. Cool. Wir fangen natürlich an mit Floor Material. Da haben wir hier Click to erase items. Okay, das ist der Radiergummi. Da haben wir einmal Holz oder Stein. Und bei Stein können wir verschiedene Farben nehmen, so wie ich das sehe. Das ist natürlich sehr geil. Was nehmen wir denn da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mal sagen, das hier. Wir brauchen jetzt ein relativ großes Haus. Und zwar für 4 Betten. Das machen wir einmal so. Und dann kann da noch im Anschluss der Speisesaal hin, würde ich mal sagen. So, ist unser Fundament. Hier kommt, ich muss noch ein bisschen näher ran, damit ich sehe, was ich hier eigentlich tue. Hier würde ich sagen, kommt unsere Tür hin. Dann machen wir hier so ein bisschen Road. Wood Road. Kann man hier ein bisschen dunkler machen? Probieren wir einfach mal aus. So, alles klar. Dann haben wir hier unser Fundament. Was ist das hier? Click and drag to build floor. Click to place freestanding wall segments. Ah, okay, das ist natürlich auch geil. Kann man einfach so verschiedene Wandkomponenten bauen. Nicht hier. Das braucht man vermutlich, wenn man eine richtige Burg bauen will, würde ich mal sagen. Und das hier war Click and Drag to Build Floor. Hier kann man einzelne Blöcke machen. Norm Windriser has arrived with wares to sell. Ja, was heißt ein schönes dabei? Lauter tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Brauchen wir aber allerdings noch nicht. Wir sind ja selber irgendwie ganz gut ausgestattet. Deswegen recht herzlichen Dank für das freundliche Angebot. Aber ja, wirklich brauchen tun wir eigentlich nichts. Von dem her recht herzlichen Dank und auf Wiedersehen. So, wir brauchen aber Wände. Und das ist das Schöne, man kann hier einfach einmal so klicken und hat dann gleich Wände, Woodwall, Column Material. Ah, da kann man auch unterschiedliche Stone Column. Ist das jetzt vorbei oder? Ja, sieht so aus. Stonewall. Kann man das nicht mehr rückgängig machen? Doch hier. So, jetzt kann man es rückgängig machen, alles klar. Aber wollen wir Holz oder Stein? Ah, machen wir schon Stein, oder? Stein ist cool. Dunkelblau, Stonewall, Column Material, Stone Column. So, ja, das müsste eigentlich sehr geil aussehen. Ich weiß es nicht wirklich, aber wir werden es einfach ausprobieren. Brauchen wir ein zweites Stockwerk? Im Moment noch nicht. Wir werden zukünftige Häuser mal mit mehreren Stockwerken auskleiden. Vielleicht machen wir auch noch einen Überwachungsturm. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und ja, was haben wir hier? Decoration. Na klar, brauchen wir Decoration. Haben wir eine Decoration? Okay. Dann Dach. Würde ich sagen, machen wir ein dunkles Dach.
Max Height. Blub, blub. Irgendwie sowas kann man machen. Das ist dann eindeutig zu hell. Was war eigentlich das hier? Ja gut, beschissen soll es ja nicht aussehen. Ne, wir müssen schon, glaube ich, bei dieser Baumethode müssen wir das so machen. 6, 7. Das ist ein bisschen arg hoch, oder? 6, 5, 4. Okay, das ist dann eher so ein bisschen niedriger. Ich glaube, es reicht aber auch so. Was wir natürlich eindeutig noch brauchen, sind Türen. Und zwar bauen wir hier mal eine, nicht eine ganz normale Tür ein, sondern eine bisschen schönere. Genau, eine breitere. So, eine Doppeltür. Und Fenster brauchen wir natürlich auch. Hier daneben nehmen wir einmal so ein Fenster. Und dann brauchen wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5. So, hier. Dann machen wir doch mal wieder hier so eins. Dann nochmal so eins. So eins. Und nochmal so eins. Hier brauchen wir natürlich auch Fenster. Dann machen wir doch aber nicht ganz so viele. So. Hier passen wir auch noch eins hin. Wunderbar. Und hier brauchen wir auch Fenster. Eins, zwei, drei. Gut, dann haben wir Fenster. Das sieht schon mal ganz nice aus, muss ich sagen. Was haben wir noch? Stühle und Tische. Betten, natürlich. So, wo hatten wir denn unsere Betten geplant? Die wollten wir hier hinstellen. Und zwar können wir da 1, 2, 3, 4. Hier können wir doch auch noch gleich eins hinstellen, oder? 5, 6. Dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, wenn nämlich neue Mitarbeiter kommen. Hier, was ist denn hier mit der Lampe? Ich glaube, die ist ein bisschen gebuggt, oder? Ich glaube, die hätten wir entfernen können. Die hängt jetzt hier so ein bisschen, wo hängt die denn? Man weiß nicht so ganz genau. Hängt hier so ein bisschen rum. Unser Tageslicht ist wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich hoffe, wir haben hier gleich eine wunderbare neue Message, nämlich neue Mitarbeiter. Schauen wir mal. So, was brauchen wir denn noch? Das war's hier an Furniture. Ich glaube, wir können sowieso gleich noch Zeug so reinstellen. Von dem her ist das eigentlich in Ordnung. Und ich würde sagen... Achso. Furniture. Ja, alles gut. Building Tools. Finished. Editing. Ich glaube, wir haben keinen großen Fehler gemacht. Wir könnten eigentlich loslegen. Ich würde sagen, Finished Editing. Was brauchen wir alles? 15 Steine, 9 Loks, total viele Fenster, 6 Betten, Wooden Double Door und so weiter und so fort. Sehr cool. Build, würde ich mal sagen. Yes, start building. So, und damit wir das alles auch haben, müssen wir jetzt hier mal ein bisschen Dinge tun, nämlich einmal eine Wooden Garden Lantern. Jawohl. Was waren das? 16 Fenster. Also von denen waren es, glaube ich, 3 oder so. Oder 4. Wir machen mal 5. Schadet nicht. Normale Fenster waren 16. Dann machen wir mal 18. Sicher ist sicher. Unser Lager ist eigentlich relativ voll. Was brauchten wir noch? Eine doppelte Wooden Double Door. Oh, 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 oh. Schnell speichern. Schnell speichern. Save or load. New save. Okay, gespeichert. Alles gut. Resume. Wir probieren es nochmal. So. Okay, Double Door ist am Start. Dann brauchten wir noch 6 Betten. So, und dann war es das erstmal. Tische und Stühle können wir gleich noch machen. Wir müssen hier überhaupt erstmal Leute am Start haben, die loslegen. Wie sieht's aus? Build bitte. Start building. Okay. Jetzt können wir das safen. Das ist so Standard Eat and Sleep.
Huch. Warum ein M? So, Standard, Eat and Sleep, let's go. Und Build it. Yes, building. Komm schon. Wo ist es denn? Fängt da jemand an? Ich weiß es nicht. Manchmal ist das so ein bisschen verbuggt. Da muss man so ein bisschen warten. Manchmal beginnt dann plötzlich einer oder auch nicht. Hängt immer so ein bisschen davon ab. Oh, unser Daily Update ist da. Da schauen wir natürlich gleich mal rein. Daily Update. Immigration Report und yeah, wir haben es geschafft. A new settler would like to join your town. Sehr gerne, herzlich willkommen. Arvin Killian has joined Seeberg. Da ist er. Kommt angedackelt. Sehr schön. So, und ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dieser Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Unser Städtchen wächst langsam. Ich hoffe, das Häuschen wird gleich angefangen zu bauen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Episode wieder zu einer weiteren Ausgabe Stonehearth. Vielen Dank. Däumchen nach oben werden Träumchen. Ansonsten gerne auch abonnieren. Und ich würde sagen, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.